Ja, willkommen zurück zu Lego Harry Potter. Und leider muss ich die nächsten beiden Folgen nachkommentieren, da ich mir ein neues Mikrofon zugelegt habe, wie ihr vielleicht auch hören werdet. Eine leicht bessere Soundqualität ist auf jeden Fall jetzt vorhanden. Ja, und ich muss die Folgen nachkommentieren, da das Mikro nicht richtig eingestellt war und mir die Tonspur dadurch misslungen ist. Und wir sehen hier, wie wir Hermine retten müssen vor dem Troll, der hier gleich mal die Wand zerstört. Ja, und wir holen uns natürlich hier wieder einige Münzen, da wir natürlich den wahren Zauberer haben werden oder haben wollen, den wir am Ende auch kurz vor knapp kriegen werden. Ja, und Harry leuchtet hier auch gleich mal den Flur aus, holt ein paar Blumen raus, was natürlich auch wichtig ist, um das Wappen von Hogwarts zusammenzustellen. Ron muss jetzt hier mit Krätze diese Gaslecks schließen. Und da gehen wir wieder zurück zu Harry und sammeln hier weitere Münzen ein, die da rausgefallen sind. Und da ist Krätze auch schon verschwunden. Ron muss sie neu losschicken. Seine Ratte, die hier weiter durch die Röhren schlängelt, um auch das zweite Gasleck da zu schließen, welches der Troll uns dankenderweise in den Weg gelegt hat. Und da wird es auch schon geschlossen und wir sammeln natürlich die Münzen weiter ein. Und da ist wieder der Troll, der jetzt hier wohl diese Kugel herunterstürzen lässt, ja, indem er die Statue da haut. Fällt die Kugel uns in den Weg und wir kommen dort nicht weiter. Ja, da ist noch eine Blume, die wir hier herausholen müssen. Ja, und auch weiter Münzen werden hier eingesammelt. Die Fische werden zurück in den Brunnen gepackt. Und da ist schon der erste Teil des Wappens von Hogwarts, der Slytherin-Teil, den wir jetzt hier freigeschaltet haben. Des Weiteren hier zwei weitere Blumen, die wir freischalten. Ja, jetzt habe ich noch die Lampe, glaube ich, oben entdeckt. Nein, noch nicht. Ach, was man so alles sieht, während man nicht spielt und dann im Spiel aber erst später mitbekommt. Ja, jetzt bauen wir hier das wieder zusammen, damit wir da hoch können. Da der erste Fail des Tages. Wir fallen gleich mal runter. Und gleich nochmal. Da habe ich jetzt die Lampe endlich entdeckt. Die zweite von sieben. Ja, mit den Blumen sind wir schon einiges weiter. Und da ist schon eine weitere Blume. Die sechste von neun, die wir hier freischalten. Und da ist wieder der Sturz in die Tiefe. Und wir müssen wieder nochmal neu hochspringen, um dort was mit dem goldenen Ritter zu machen. Erstmal hier mit der Fackel brennen wir ihn den Arsch an. Und da muss er sich abkühlen. Da können wir leider noch nichts machen, da wir dieses Rad noch nicht drehen können, um den Springbrunnen zu aktivieren. Ich denke mal, da kommt noch ein weiterer Teil des Hogwarts-Logos bei rum, den wir aber nun leider am Ende, kann ich ja vorwegnehmen, nicht bekommen. Dort werden es am Ende nur drei sein von den Vieren, die wir brauchen. Und hier jetzt diese Fischstatue, halb Fisch, halb Mensch, halb Fisch, halb Lego-Figur, muss man ja sagen, haut die Kugel weg und der Troll geht jetzt hier zur Toilette und klopft ganz brav an, wie man sieht. Also das ist natürlich auch mega Humor, der hier in den Lego-Spielen angewendet wird. Ja, jetzt müssen wir hier wieder was zusammenbauen. Eine kleine Lampe für den Mann im Bild mit seinen schicken rosa Klamotten. Jetzt wird hier erstmal der Ritter von seinen Münzen befreit, die in seiner Rüstung rumhängen. Ja, das mit den Schwertern werden wir später erledigen. Jetzt versuche ich erstmal da oben irgendwie an die Lampe ranzukommen, was, wie gesehen, nicht funktioniert hat. Hat kurz aufgeleuchtet. Jetzt haben wir aber erstmal hier die Blume entdeckt, die siebte von neun. Und da steht auch schon die achte von neun. Das heißt, eine Blume fehlt uns hier noch und da ist sie auch schon. Und da gibt es den Gryffindor-Teil des Hogwarts-Logos. Das heißt, die beiden großen Häuser, ja, was heißt groß, die sind bekannter als die anderen, haben wir hier schon aktiviert. Uns fehlen also noch Ravenclaw und Hufflepuff. Da war die Lampe und jetzt haben wir sie auch, die dritte von sieben. Das heißt, da muss es noch einiges über. Da ist eine weitere, die wir jetzt entdeckt haben. 4 von 7. Ja. Und jetzt versuchen wir erstmal den Tisch zu zerstören, was natürlich nicht klappt. Dagegen spuckt der Sessel aber wieder ein paar Münzen aus.
das mit dem Tisch klappt nicht, das habe ich jetzt auch begriffen. Wir gucken nochmal zurück, ob wir auch wirklich alle Lampen bei 3 von 7 ist ja relativ wenig mitgenommen haben. Und wir haben aber alle aktiviert. Deswegen geht es wieder zurück zum Gemälde und dort geht es dann weiter. Weil wir müssen uns verkleiden, damit wir in die Toilette reinkommen. Wir müssen als Mädchen auftreten. Jetzt schauen wir mal hier, was er uns so Schönes gibt. Ja, gar nichts. Das hat noch nicht funktioniert. Also das Ganze gleich nochmal. Jetzt hat er vielleicht jetzt was für uns. Ja, und wir sind verkleidet als Mädchen. Aber wir haben natürlich noch was vergessen. Ja, mit den Schwertern gibt es noch das Duell mit Horn. Ein bisschen Spaß muss sein. Ein paar Münzen gibt es dafür. Der ganze Spaß wird nochmal probiert. Gibt es nochmal Münzen? Nein. Und in der Zeit haben wir uns auch leider wieder zurückverwandelt in den jungen Harry. Und jetzt müssen wir wieder das Mädchen Harry werden, damit wir in die Toilette hineinkommen. Und da geht's auch schon los. Probieren nochmal ein paar Münzen, die wir da rausbekommen. Ja, und dann winken wir mal der jungen Dame oben, die uns die Tür öffnet. Und da geht's auch schon rein. Und Hermine steht am Waschbecken. Eigentlich da im Film in der Toilette gewesen. Und da ist jetzt der Troll, der dort wohl ein kleines Geschäft erledigt hat. Ja, Hände waschen natürlich, Füße putzen. Der Troll denkt an alles. Und jetzt entdeckt er doch Hermine. Und haut mit der Keule zu, aber trifft nicht. Und Hermine rettet sich auf die Toilette, auf die der Troll war. Und da stinkt es ein bisschen. Ja, Harry, Ron lenkt den Troll ein bisschen ab, bevor er draufhauen kann. Ja, er wird ein bisschen wütend. Und wir sammeln hier natürlich weiter die Münzen ein. Da ist eine weitere Lampe. 5 von 7. Da hinten ist die 6. von 7. Eine fehlt uns also noch, um auch dieses kleine Quest abzuschließen. Ja, wir sammeln natürlich weiter die Münzen hier ein. Da rennt schon eine Schülerin weg, die dort auf Toilette war. Wir sammeln weiter hier fleißig die Münzen. An die Waschbecken, die man hier auch attackieren kann, um weitere Münzen zu erhalten. Das war auch dringend nötig, weil sonst wären wir an den wahren Zauberer nicht rangekommen. Ja, und der erste Lebenspunkt des Trolls geht dann auch flöten. Wir lassen ihn eine schöne Platte auf den Kopf fallen. Und da wird er natürlich ein bisschen sauer. Ja, jetzt machen wir uns hier an die Toiletten. Auch dort können wir es blubbern lassen. Um dort oben vor allem auch an die Münzen ranzukommen, ist das doch sehr wichtig. Dort, wo natürlich einige blaue Münzen zu finden sind, die wir einsammeln müssen, um den wahren Zauberer zu bekommen. Ihr seht, die Leiste ist gerade mal halb voll. Wir sammeln jetzt natürlich hier noch die Münzen am Waschbecken ein. Dort gibt es auch noch mal einige. Und da ist die letzte Lampe. Und da haben wir den Ravenclaw-Teil des Hogwarts-Wappens eingesammelt, der dritte und letzte, den wir hier bekommen sollten. Ja, was uns am Ende dann doch gefehlt hat, war halt... Ne, die Blumen haben wir abgeschlossen. Ich denke, das war der Ritter an dem Springbrunnen, der uns da fehlt. Den wir dann nicht einsammeln konnten, weil wir den Zauber noch nicht beherrschen. Ich denke mal, da muss man im freien Spiel dann noch mit einem anderen Charakter, der den Zauber schon beherrscht, später nochmal vorbeikommen in diesem Level. Dort kann man natürlich dann einfach durchraschen, weil wahren Zauberer haben wir schon bekommen, wie gesagt, oder werden wir gleich noch bekommen. Ja, und ansonsten sind ja auch alle Quests soweit abgeschlossen. Schüler in Gefahr haben wir gesehen, haben wir bekommen. Und jetzt geht es hier wirklich nur darum, zurzeit die Münzen einzusammeln und dort das Level dann zu beenden. Ja, jetzt haben wir es nochmal gleich ein bisschen fokussiert, dass zumindest der komische Troll da uns in Ruhe lässt. Ja, jetzt kommt gleich, ja, da haut er nochmal drauf auf den Boden. Aber gleich ist es soweit.
Jetzt genau, jetzt ziehen wir ihn seinem zweiten Lebenspunkt ab und dann trollt er nur noch da verwirrt auf der Stelle rum. Und wir können in Ruhe uns auf den Warnzauberer konzentrieren. Was allerdings noch ein bisschen dauert, so anderthalb Steine fehlen uns da oben in der Leiste natürlich noch. Aber wir sind auf einem guten Weg, die hier einzusammeln, die Münzen, die wir brauchen. Da geht es weiter. Gibt es noch ein paar Münzen einzusammeln. Na, da haben wir das nächste Waschbecken zerstört. Und auch weiter geht's hier mit den Spiegeln an der Wand, die wir hier dazu bringen können, uns ein paar Münzen auszuspucken. Ja, hier geht's weiter, einfach mal wildes drauf losgeballere, damit wir hier den warmen Geldregen bekommen. Und ihr seht's, gleich ist es geschafft. Gleich sollten wir hier alle Münzen haben, um den Warnzauberer zu bekommen. Nur irgendwie kommt hier. Ich habe schon gedacht, wir schaffen es nicht mehr, da nichts mehr rauskommt aus dem Waschbecken. Aber dann habe ich den Schrank entdeckt und der spuckt nur Silbermünzen aus, was natürlich ein bisschen blöd ist. Aber da war noch was, was aber keine Münzen uns geliefert hat. Und mit dem Stöpsel, ich denke mal, das ist einfach nur ein Running Gag, da kann man hier nicht viel machen. Aber wir brauchen unbedingt noch ein paar Münzen, um den Warnzauberer hier zu bekommen. Die Frage ist, woher? Und da haben wir noch eine lilane Münze liegen lassen hinten in der Ecke und dadurch den Warnzauberer jetzt doch bekommen. Und damit konnten wir uns dem Troll widmen und schmeißen ihm seine Keule auf den Kopf. Gut, im ersten Versuch hat es nicht funktioniert. Im zweiten Versuch gewartet, bis der Troll unter der Keule ist mit dem Kopf. Bup, und da hat es ihn erwischt. Und der Troll sinkt zu Boden. Und wir haben auch dieses Level abgeschlossen. Ja, One ist ganz froh drüber. Und da kommen die Professor McGonagall, Snape und Professor Quirrell. Ja, Snape hat schon einen leichten Verdacht, wer es gewesen sein könnte. Der, der die Bücher gelesen hat von euch, beziehungsweise den Film geguckt hat, der weiß natürlich, dass Quirrell dafür verantwortlich war. Ja, Hermine kommt jetzt aus dem stinkenden Klo endlich raus. Und McGonagall verschafft ihr wieder eine freie Nase. Und das auch ganz gut so. Ja, und Quirrell ist sauer, dass es nicht funktioniert hat, dass sein Plan nicht aufgegangen ist. Und wir haben das Level abgeschossen, freies Spiel freigeschaltet für dieses Level. Das Hauswappen hat drei Teile. Leider fehlt uns der Dachs. Ja, wahre Zauberer sind wir auch. Haben dort die 100% erreicht. Stats eingesammelt, Schüler in Gefahr gerettet und goldene Steine. Ja, und dann werden wir die Geschichte auch gleich fortsetzen. Und wir sind wieder in Hogwarts vor der großen Halle und müssen jetzt hier weiter. Da ist der Geist, der uns zeigt, wo wir lang müssen. Dort geht es wieder die Treppe nach unten. Zum nächsten Unterricht geht es vor wahrscheinlich, denn wir beherrschen ja erst einen Zauber mit Lumos, mit Wingardium Leviosa. Da habe ich aber fast schon vorausgenommen, welchen Zauber wir noch lernen werden. Oder beziehungsweise gleich lernen werden. Beziehungsweise wir lernen diesen Zauber erst in der nächsten Folge. Also, da diese Folge hier an Neujahr erscheint, wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr und hoffe, ihr seid weiter dabei bei meinen Videos. Gebt Kommentare, zeigt mir auf, was ich vielleicht besser machen könnte. In diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Euer DKHLP. Bis dann.